Was dort auf dem Berg geschieht, liebe Schwestern und Brüder, was die Kirche an diesem schönen Fest feiert, das beschreibt der Kirchenvater Johannes Chrysostomus mit dem Wort, dass Christus im Fleisch einen Spalt öffnet, dass die Gottheit, die in ihm wohnt, der er ganz zugehört, von der er ganz erfüllt ist, sich sichtbar werden lässt. Für einen Augenblick dürfen drei auserwählte Jünger sehen, wer Christus wirklich ist. Nicht eine künstliche Zutat, sondern das, was in ihm lebt. Wir bekennen es im Credo immer wieder neu. Licht vom Licht. Aber wie ist es, wenn Menschen sich diesem Licht zu nähern versuchen? Die Beobachtungen der Väter zu diesem Fest und zu unserem Evangelium, auch in der Tradition, etwa bei Lukas oder bei Matthäus, die uns die Verklärung ebenso berichten, ist voll von diesen Überlegungen, wie wir denn als Menschen fähig sind, diesem Licht zu begegnen, uns diesem Licht zu nähern. Wir sind dazu von uns aus nicht fähig. Und die Reibungen in unserem Evangelium sprechen davon. Petrus redet dummes Zeug. Wir bauen hier drei Hütten. Das ist ein netter Vorschlag für ein Camping. Aber nicht angesichts dieses Geschehens hier. Wie kommt Petrus dazu, so fragen etwa die Väter, dass er Jesus gleichordnet mit Mose und Elia? Er hat noch nichts verstanden. Er ordnet sie gleich mit den großen Propheten der Tradition Israels. Aber Petrus hat zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht kapiert, wen er da vor sich hat. Drei Hütten. Und was heißt das? Drei Hütten. Es ist kein Bleiben für uns in diesem göttlich hervorbrechenden Licht. Deshalb auch dieses im Grunde genommen kontradiktorische Wort von der lichtvollen Wolke, die einen Schatten wirft. Wie soll eine Wolke voller Licht Schatten werfen? Die Jünger sind so eingetaucht in das Licht der Gottheit Christi, dass sie es zugleich, und das ist eine sehr tiefe geistliche Erfahrung, dieses helle Licht es als dunkel empfinden. Es ist eine geistliche Erfahrung, die aber, wir können es in diesen heißen Tagen ja neu erleben, wir selber ausprobieren können mit der Sonne. Wir sehen im Sonnenlicht gut, wir sehen alles sehr klar. Aber wenn wir direkt in die Sonne hineinblicken, verdunkelt sich unser Auge. Es wird schwarz. Das ist das dunkle Licht der Gottheit, dessen wir nicht fähig sind als Menschen. Und dennoch zeigt Christus dieses Licht. Wir haben es eben in diesem ostkirchlichen Text in der Vesper noch gesungen. Er zeigt es diesen drei, die er mit in den Ölgarten nimmt, unmittelbar vor seinem Leiden, wo seine Seele so geängstigt ist, obwohl sie doch so voll von Gott ist, dass er Blut schwitzt, wie es der Evangelist Lukas berichtet. Aber die Jünger werden eben weitergeführt, auch wenn sie von diesem Berg der Verklärung vom Tabor hinab müssen. Sie werden weitergeführt. Und das ist eine letzte Beobachtung, die die Väter machen aufgrund der Zeitangaben bei Matthäus und bei Lukas zur Verklärung. Lukas spricht davon, dass 6 Tage vergangen sind. Und Matthäus spricht vom 8. Tag. Ja, Gott zeigt sich in dieser Welt, die er in 6 Tagen erschaffen hat, und am 7. Tag ruht er. So kann das Wohlgefallen Gottes auf dieser Welt ruhen, aber dieses Wohlgefallen ist gebrochen. Denn diese Welt ist gefallen. Sie hat sich von Gott abgewendet. Deshalb gibt es kein uneingeschränktes Wohlgefallen der Welt gegenüber. Das ist keine neue Beobachtung, aber wir drohen sie vielleicht mehr denn je zu vergessen. Und dennoch legen die Väter Wert darauf, dass dieses Geschehen hier am 8. Tag geschah. Wie geht das? Es gibt doch nur 7 Tage in der Woche. Wie geht dann ein 8. Tag? Es ist die Erneuerung des 1. Tages, des Tages des Lichtes, des Tages, da selbst diese gefallene, sündige Welt noch einmal ins Licht Gottes gezogen wird,
durch den, der hier im Licht auf dem Tabor erscheint. Es ist etwas Neues, das geschieht. Eine neue Schöpfung, die die alte nicht wegwirft und negiert, sondern sie erlöst, sie befreit von ihrer ständigen Abkehr von Gott und sie so hin zum Vater zurückführt, sie so heimführt in das Licht, von dem Gott am Anfang sprach, dass es gut ist. Dieses Licht leuchtet in Christus auf. Und wir selber finden hin zu jenem achten Tag, zu jener Vollendung, die jeweils der achte Tag andeutet, wenn wir uns ganz an ihn halten, wie es die Stimme in der Wolke sagt. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.